Hast du die Samen alle hier schon rausgeholt? Teilweise ja. Ich habe mich gerade welche gesucht und keine gefunden. Tschüss, Jule. Ich glaube, ich bleibe demnächst einfach oben. Da muss ich ja nicht sterben. Vielleicht weise Worte. Nur vielleicht. Gut, stelle ich mich gleich an die Tür und guck dir zu. Wie? Was? Nie. Ja, siehst du? Nee, du kannst ja was anderes tun. Du kannst ja ein Haus bauen oder so. Ja. Kannst ja auch kreativ werden. Frank? Ja? Hast du die Trichter vorher getestet? Noch nicht, nein. Hast du die mit den Kisten verbunden? Ja. Also, während du kriechend warst, hast du die auf die Kisten gesetzt? Die müssten an den Kisten dran sein. Ich werf da mal was rein. Ich werf da mal ein bisschen Dreck rein. Mach mal. Schon reingeworfen? Jetzt gerade. Nein, die sind nicht verbunden. Ist Dreck dann angekommen? Ja, im Trichter liegt der Dreck. So, jetzt müssten die verbunden sein. Ich muss nicht aus dieser Grube wieder rauskommen, ey. Hast du mal was reingeworfen? Ja. Ist doch in der Kiste. Wunderbar. Du musst die Trichter setzen, während du geduckt bist und dann auf die Kiste gucken und die praktisch an die Kiste setzen. Achso. Sonst sind die nicht verbunden, sondern sammeln nur in sich selber eben bis zu vier Stacks von irgendwas auf. Ich pflanze jetzt erstmal eine Seite für die Seite auf. Es läuft. Wie ist es? Wir waren Creeper, ich repariere gerade schon. Hast du da gerade Trichter kaputt gegangen? Nein, keine Trichter. Meine Kolben. Ein Kolben steht hier noch. Einer. Ein Kolben. Ja, ich sehe Wasser, aber es läuft kein Wasser raus. Hey. Ja, weil der Sand hier runtergefallen ist. Ach so. Das war die Sicherheitsmaßnahme gegen Creeper, die ich eingebaut habe. Wir brauchen einen neuen Kolben. Ja, ich habe keinen gebaut. Also noch einen. Du musst einen wohl noch bauen. Material liegt in der Hütte. Erstmal muss ich hier hinten reparieren, dass sich das ganze Wasser alles andere kaputt macht. Ja, das ist... Aber warum war das hinten offen, dass Creeper einfach reinlaufen konnten? Weil ich da noch nicht fertig war. Das ist kosmetische Natur, wenn das da hinten zu ist. Das hat nichts mit der Funktion zu tun. Da war ich noch nicht so weit. Ich wollte erstmal das Feld anpflanzen, bevor ich das zubaue. Und vor allen Dingen in der Nacht wollte ich da nicht hinlaufen.
Ich würde sagen, zu spät. Es ist zwar schon Trampel nachts hingelaufen, ne? Oder wie war die... Und es hat Boom gemacht. Ja, ja, und es hat Boom gemacht. Aber wie ich das weiß, man weiß ja, wie man es repariert. Sollte man meinen. Vitas! Oh, schon wieder ein Creeper. Den habe ich nicht gesehen, weil ich hier reparieren war. Lass mal einmal kurz schlafen gehen. Ist Juli überhaupt da? Jule? Ja, ich lebe noch. Das war nicht die Frage. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Im Moment. Oh Mann. Ich höre da hinten nur ein zweites Mal Boom. Der hat aber tatsächlich nichts angerichtet. Ich komme. Erscheinen reicht. Ja, meinetwegen auch das. Ja. Kündigen es riesengroß 9 Uhr an. Was? Wie? Hm? Wer denn? Jule, wer denn? Red Wolf. Was macht der? Nix. Der ist ja noch nicht mal live. Ach, der ist im Chat oder was? Nein. Marina hat mir geschrieben, dass gleich los. Sollte das nicht eigentlich heute um 8 losgehen? Um 21 Uhr. Steht auch auf seiner Twitch-Seite. Aua! So viel zu pünktlichen Streams. Das musst du dir jetzt leider gefallen lassen, Red. Der ist ja gar nicht im Chat. Also, wie das? Bist du da hinten, kriegst es hin zu reparieren oder muss ich kommen? Keule, da ich dir gesagt habe, wie du es bauen musst, krieg ich es wohl hin, das zu reparieren. Ich brauche nur noch Holz. Ach so. Das ist, ja, Mangelware. Ich bräuchte auch Holz. Mir ist es egal, was für Holz. Das reicht schon. Eine Metallhacke reicht für eine Seite, wie das. Okay. Guck mal, wie das. Ja. Guck ich mal an. Ich hab's gesehen. Aber da du das Werkzeug in der zweiten Hand nicht nutzen kannst, tue ich da nur ein Schild. Doch, ich nutze es. Wie? Rechte Maustaste. Ja, du kannst doch die Fackel da nutzen und an die Wand heften. Okay. Dass ich die andere Seite noch nicht benutze, die da die Jana repariert wird.
Die ist repariert. Ich habe da gerade Wasser gesehen. Ja. Das meinte ich damit. Siehst du, ich habe auf einer Seite die Hacke und auf der anderen Seite Samen. Rote Beete haben wir nachher, wie blöd. Ich hatte gerade mal genug Material, um nicht mal, um die halbe Anlage zu füllen. Nicht mal. Ja, sieht bei mir aber nicht anders aus. Ja, aber ist erstmal was drin. Ich baue da unten noch mal eine Nebentür rein, wo ich Hacken reinpacke und wo wir auch so Samen und sowas reinpacken können dann. Glaube ich, keine schlechte Idee. Und wie weit bist du da bei dir hinten? Fertig. Ach, fertig. So, ein paar Hacken sind da jetzt drin. Einen Eimer packe ich da noch mit rein. Ja. Guck mal, erste rote Beete ist schon fertig, ey. Kannst du ja gerne mal gucken, wie es bei mir aussieht. Ich bin jetzt, wie gesagt, bin jetzt gerade auch fertig. Das heißt gerade, ich habe jetzt den letzten Schliff noch dran gesetzt. Ich muss bei mir hinten nur noch hinten zubauen. Ne, das habe ich direkt gemacht, als ich Redstone verlegt hatte, damit nichts drankommt, weil ich wusste, jetzt laufen Zombies im Chor rum. Ja, bei dir kommen auch keine Viecher rein auf Felder. Das war knapp! Das war knapp! Das war sehr knapp! Ja, hier ist ein Loch. Das ziemlich tief runter geht. Okay. Mein Schalter sitzt halt hier. Ja. Und diese Linie hier? So ein Laufen halt, ne? Und so ein Bremsen des Wassers, ne? Nee. Dass, wenn das Wasser hier rauskommt, muss ich danach den Eimer da rausnehmen und das Wasser wieder aufnehmen. Das ist ja richtig umständlich. Naja, dafür habe ich eine einfache Redstone-Technik, brauche weniger Ressourcen. Hat halt alles Vor- und Nachteile, ne? Ja, ja. Und wenn du zwei Eimer hast, ist das also zwei Eimer pro Kiste hier, ist das sowieso easy. Weil dann rennst du einfach mit einem Stack Eimer hier einmal her, ja, und das Wasser ist wieder weg.
Muss aber immer wieder reinfüllen, das Wasser, ne? Naja, ich könnte auch einfach das Ding mit 9 Eimern volllegen, dann kann ich 9 Ernten durchernten. Das ist ja auch jedes Mal 3 Metall, so ein Eimer, ne? Ja, aber der Eimer geht ja nicht kaputt. Nö. Außerdem, ganz im Ernst, ich kann dann wieder in den Überfluss. Nee, hier baue ich keinen Zaun drum normalerweise. Alter, da ist ja richtig was weggesprengt worden. Repariert er mit Dirt. Aber der Creeper hat ja ein richtig großes Loch gesprengt, ne? Es waren ja 2 Creeper. Es waren ja 2 Creeper. Vor allem hier war schon eine Wand, glaube ich. Wo noch war. Ne, Vitus? Ja, war. Also ich weiß nicht, ob da eine war. Ich war ja oben. Und plötzlich kam Creeper von unten oben auf das Feld hochgelaufen. Boom. So, Bedtime oder wie sieht's bei euch aus? Ich lieg schon, bin mal ganz kurz auf da. Bin gerade unterwegs zurück. Brauchst du noch lange? Nein, ich sehe das Haus schon. Du siehst das Haus schon. Ja. Bist du gerade an Aufnehmen? Ja, ich bin gerade an Aufnehmen. Ich lieg. Gut, dann nehmen wir ja nächste Woche Sonntag auf, ne? Nachmittags, denke ich dann, ne? Oder? Mit mir gesprochen? Ja, hab ich. Nächste Woche irgendwann, oder? Ja, nächste Woche Sonntag, habe ich gerade gesagt. Ja, Samstag muss ich arbeiten, Spätschicht. Ja. Deswegen. Dann würden wir nämlich auch gleich schon zum Ende kommen. Wenn du auch in meinem Bett liegst, oder liegst du schon?
Wir haben schon geschlafen, oder? Nein. Dann bin ich aus Versehen wieder aufgestanden. Jetzt wäre die Erntemaschine, sehen Sie, Jule. Gleich, Moment. Wenn die nun die Puppel gegessen haben. Hä? Bitte? Bitte, Jule? Echt, alles gut. Guckst gerade schon den Livestream, oder was? Ja. Ja, das würde ich ja auch gleich zuschalten, deswegen. Da gehen wir nämlich gleich mal hin. So. Würde ich ja glatt mal eben fertig machen, abmoderieren. Ja, liebe Freunde, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben hier jetzt so einige Folgen fertig gekriegt. Und ja, schaltet beim nächsten Livestream ein. Der wird nämlich dann am Sonntag sein, ab 18 Uhr. Und ja, schaltet einfach ein. Kommt mit uns rein, einfach in die Minecraft-World oder so ein Drum und Dran. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schrank.